Denn wir sind jetzt live. Moin zusammen, hallo Freunde, hier ist wieder euer Chris, ungekürzt, unverblümt und immer geradeaus. Ja, es ist wieder mal Zeit für ein Update-Video mit Special Effect Dreh, Drehhunk. Ja, ich glaube, ich bin es mal wieder schuldig, einfach mal wieder zeigen, was so Stand des Fortschrittes ist. Fortschritt, wir brauchen mehr Fortschritt. Fortschritt! Ja, deswegen gehe ich einfach mal so ein bisschen wild durch die Gegend und ja, ich glaube, ich zeige jetzt immer noch nicht nur mich, sondern einfach mal so ganz kurz irgendwie, was so alles passiert ist und was hier so in der Werkstatt passiert. Ja, gut, fangen wir an. Also, was haben wir hier? Oh ja, das ist ja schon mal hier ein echtes Highlight. Wir sind jetzt auch floristisch unterwegs. Es hat sogar einen Namen. Die Lebensform nennt sich Karl und wohnt jetzt hier. Wir hoffen, dass sie blüht und gedeiht. Wir sind guter Dinge. Ja, so langsam ist hier irgendwo eigentlich alles eingerichtet irgendwo und... Ah, endlich wieder. Oh, ein VIA-Schraubendreher hängt hier schief. Ah, das geht so nicht. Ja, das muss ich nochmal machen. Ja, das geht so nicht. VIA. Ganz wichtig. Braucht die Welt. Ja, so ein bisschen Tüdelkram, Kleinkram steht mittlerweile auch schon. Hier hängt auch was schief, das geht so nicht. Ich sag ja, heute ist was los hier, ne? Ah, Gewindeschneideisen hängt auch schief. Irgendwelche Ketten hängen hier im Weg. Ja, das ist hier oben so, das ist die Sadomaso-Abteilung. Wenn hier mal wieder nicht gearbeitet wird, dann wird hier gefesselt und ausgepeitscht. Gehört sich ja so in jeder normalen Werkstatt, ne? Ja, so langsam ist auch hier so ein bisschen die Schmuddelecke eingerichtet. Alles, was dann so kleine Tinkturen angeht. Von, ja, das gute alte Caripol. Caripol 302, ganz wichtig. Ich sag nur, der Geheimtipp, wenn man rostiges Zeug daran hindern möchte, dass es weiter rostet. Ja, hier hängt so ein bisschen Tüdelkram. Und wieder mehr. Ah, der hängt auch schon wieder schief. Ah, das geht so nicht, das geht so nicht. So, jetzt hängt er wieder gerade. Schön. Ja, das ist hier so die lustige Werkbank, die lustige Werkecke. Hier hat sich meine Frau so ein bisschen ihr Refugium geschaffen. Ja, es gibt lustige Pinsel. Also wie man sieht, man kann seinen Pinselfetisch auch ausleben. 85 Millionen Stück. Und hier wohnt, das muss ich vielleicht auch noch zeigen, hier wohnt noch ein schönes Stück. Das ist so ein Fundstück vom Flohmarkt. Das ist ein alter Bolzenschneider. Ganz, 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 ganz alt. Muss mal so drehen, dann sieht man es nämlich. Made by H.K. Porter. H.K. Porter. Und die haben sogar ihr Logo da unten so schön reingemacht. Finde ich ziemlich cool. Sollten Firmen heutzutage auch mal mit ihrem Bolzenschneider. Schönes altes Stück, wahrscheinlich irgendwie 40er Jahre oder so. Den werde ich nochmal fit machen. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, hier fehlt noch eine Arbeitsplatte, warum auch immer. Die hat sich nicht angefunden. Aber es gibt ein Regal. Juhu! Ein Regal mit, ja, vor allen Dingen einer HiFi-Anlage. Ist ja das Wichtigste hier. Wo gerade lustiger Jazz spielt. Aber ich quatsche ja so viel drüber, deswegen gibt es ja hoffentlich kein Copyright-Infringement oder irgendwas hier von YouTube. Nee. Oh, hier, ganz wichtig. Wenn man mal was braucht, dann braucht man es griffbereit. Ja, Schrauben M4, M5, M6, M8 und pipapo irgendwie. Ich habe noch ein paar Lücken beim 16, aber ganz wichtig, falls man mal eine kleine Schraube, falls mal so eine Taschenuhr kaputt ist oder so, gibt es ein paar kleine Schrauben, damit das mal schnell repariert werden kann. Ja, ich habe das Ganze auch nochmal hier, weil wir müssen ja wissen, okay, ich habe mal eine Zeichnung ganz schnell hier von den Räumen gemacht und so, damit man mal ganz schnell gucken kann, okay, wir brauchen auf jeden Fall noch ganz viel Bitumenverguss, ganz wichtig. Jetzt ist, mein Bleistift runtergefallen, voll. Ja, Bitumenverguss. Ohne den geht hier gar nichts, sage ich nur, im Schnitt 3-3. Und es steht schon das erste Schlagzeug hier. Yeah! Mein kleines, lustiges It's a Litz, Ludwig, Questlove, Breakbeats. Habe ich jetzt mal hingestellt. Jo, einfach damit mal endlich das erste Set hier steht. Ja! Oh, schön. Ja, schön. Endlich mal ein Schlagzeug hier. Ja, hier ist der Kollege, hier ist der Schorsch. Und als Sinnbild liegt hier einfach mal eine Gitarre. Warum? Weil der Kollege ja Saiteninstrumente baut, das wisst ihr ja. Der hat sich hier schon ein bisschen häuslich eingerichtet, hat zumindest schon mal Wände gestellt, damit das Ganze hier so ein bisschen abgeteilt ist. Finde ich cool. Hier ist so ein bisschen, ja, hier sieht es noch ein bisschen gruselig aus. Und ihr merkt auch, hier Halt ist. Hier hat sich im Prinzip ja ein bisschen was getan heute. Wir haben wieder Zeug geschleppt. Wir haben irgendwo hier ins Lager diese wirklich brutal schweren Eisenrohre. Gottes Willen, also ich klopfe. Ich weiß nicht, ich glaube, die Dinger wiegen 40 Kilo das Stück. Sehen gar nicht so aus. Also wirklich ätzend schwer, ätzend schwer. Haben wir hier hochgeschleppt. Ja, und hier hinten wird der Ingo so langsam mal sein Reich schaffen. Wir haben Scheiben bekommen. Yeah, große Scheiben. Zeige ich euch gleich, wo die hinkommen. Vier große, weiß nicht, sind die so 1,60 mal irgendwie 1 Meter oder 90. Ja.
Ja, hier hinten ist auch noch eine Menge zu tun. Hier entsteht ja die Soundkabine oder die Antestkabine. Da haben wir heute final mal die letzten Reste hier von dem Betonsockel weggemacht, damit wir den Boden hier schon plan haben. Und dann wird das hier auch noch mal demnächst verfüllt. Das war eine Sauarbeit. Man sieht es ja hier, ne? Oh, ganz viel Beton. Uralter Beton von vor 1000 Jahren. Und hier kann man schon reingucken. Und zwar, ja, das wird der Lackierraum. Ihr wisst es ja. Und hinten im, ja, Schmuddelraum, wir wissen noch nicht, wie der so heißt. Also irgendwie unser Raum, wo die ganzen wirklich ja, dreckmachenden Werkzeuge stehen werden, der entsteht ja hier in diesem wunderschönen Orange. Und da habe ich mich jetzt schon so ein bisschen so heimlich eingerichtet. Das bedeutet, es gibt schon ein Plätzchen, wo ich Becken hämmern kann. Yeah! Oh, die guten alten Hämmer. Ich habe schon wieder ein paar bisschen aufpoliert. Das geht also auch jetzt wieder los. Und... Juhu, die Drehbank steht. Ich mach mal die magische Bewegung. Yeah! 200 Umdrehungen, wie einfach nur Spaß machen. So muss das sein. Also demnächst wird es hier ganz viele Bronzespäne geben. Und ich habe ja auch meine Tools, habe ich auch mal wieder schön, hier sind sie auch alle mal wieder durchgeölt. Die ganzen Schneideisen vorne mal wieder gewechselt. Das wird jetzt alles hier passieren, das wird ziemlich cool werden. Hier ist so ein kleiner Polierplatz entstanden, weil ich ja auch ja, vielleicht das ein oder andere Teil mal wieder aufpolieren werde. Deswegen, das habe ich hier so gemacht. Hier sieht es auch schon wieder ordentlich dreckig aus, weil hier was passiert. Ja, das hat hier meine Frau gebaut. Irgendwie, die ist auch wie ich so ein Fan von Ordnung. Einfach mal Schleifpapier irgendwie und vor allen Dingen auch mal die Fächerscheiben, dass man mal alles griffbereit hat. Es ist einfach am Ende Gold wert. Wo sparst du die ja, wirklich entscheidenden 3 Sekunden? Oh, da ist sie übrigens. Oh, wink doch mal. Hallöchen. War das nicht ein Hallöchen? Oh mein Gott, ich bin gerade ein bisschen zerschmolzen. Oh, ich kann die Kamera nicht mehr halten. Oh, die Kamera schüttelt. Oh, ich bin zerschmolzen. Oh ja, hier entsteht die Whisky-Trinker-Ecke. Wir haben schon schöne Ledergarnituren hier. Demnächst werden nur noch ein paar Couch-Garnituren folgen. Aber das ist jetzt quasi schon die... Lounge für den gepflegten Herrn. Der große Zigarrenaschenbecher ist auch schon da. Und Bierbänke, jawohl. Ja, das ist jetzt noch ein bisschen improvisiert, aber da quasi ist so das Pausen-Area, der Pausenraum. Weil demnächst wird eine kleine Bar entstehen. Und zwar hier. Wir haben schon die passenden Ölfässer dafür. Und zwar Avia und Shell, wir danken dir. Das wird am Ende eine kleine lustige Bar geben. Und da wird dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, wer stehen. Und am Ende wahrscheinlich bin ich das dann und dann stehe ich und sage, Bier 1,50 und Pommes Schranke 2,30 Euro oder sowas. Nee, keine Ahnung, machen wir nicht. Nee, aber wir trinken das Bier selber. Ja, so sieht das aktuell aus. Das bedeutet, hurra, hurra, es geht los. Ja, es passiert ordentlich was. Es gibt wieder Becken demnächst. Ich werde hoffentlich im nächsten Video dann hoffentlich zeigen, wie das erste Becken hier gemacht wird. Und was alles so dann im Folgenden passiert. Ich sehe gerade diesen großen Tisch, irgendwie, den soll ich vielleicht auch noch mal kurz erklären. Hier entsteht noch ein etwas größerer Tisch, der mit 2,25 x 1,20 Grundgestell, ja, so ein bisschen etwas für den größeren Anspruch gedacht ist. Das war mal ein Carport. Cooles Teil, ja, selber gezimmert hier mit schönen großen Schrauben. Damit das auch hält. Da kommen dann schöne Platten drauf, aber ich war heute im Baumarkt, oh Gott, bloß nicht nach Holz gucken. Holz kostet gerade gefühlt 1 Milliarde Euro pro Quadratmeter. Das muss ich mir dann irgendwann mal überlegen, wie wir das machen. Aber das wird cool. Schön dicke, große Rollen drunter. Ja, das passt. Schön. Dann sage ich im Prinzip, ja, goodbye und Servus. Die Kombinatsleitung, das mit der Kombinatsleitung, das erkläre ich noch ein andermal, ist eine witzige Geschichte, aber kommt beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was, viel Spaß. Das war ein kleines Update aus der Werkstatt. Demnächst gibt es, wie gesagt, Updates aus der Produktion. Dann geht es voran, voran, voran. In diesem Sinne, macht's gut, macht keinen Blödsinn und erzählt mir einfach nicht, was ihr macht. Oder doch, schreibt es in die Kommentare, schreibt, was ihr macht. Irgendwie, wenn es Schweinkram ist, schreibt es jetzt recht rein. In diesem Sinne, euer Chris, ich wünsche euch was. Tschüss.